Es ist wieder Zeit für internationalen Fußball und den gibt es natürlich hier bei uns in Goal. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen. Am vergangenen Wochenende, da trafen in der italienischen Serie A Juventus Turin und der AC Mailand aufeinander. Und bei dieser Ansetzung, da denkt man zwangsläufig an ein Spitzenspiel. Allerdings sind diese beiden Vereine derzeit von Spitze ganz weit entfernt. Lassen Sie uns zusammen auf die Tabelle schauen vor diesem Spiel. Jetzt schon all diese Top-Vereine haben wir natürlich für Sie heute im Programm. Auch kommen wir zur italienischen Serie A. Wir schauen natürlich auf das Fernduell zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand. Die beiden standen ja vor diesem Spieltag punktgleich an der Tabellenspitze. Aber dann haben wir natürlich noch das Stammkeeper beim AC Mailand ist, sind die ungeschlagen, die Mailänder. Übrigens Buffon, der hat sein Profidebüt mit 17 Jahren gegeben für den AC Parma. Und damals war der Gegner auch der AC Mailand. Schon ein bisschen länger her. Sebastian Bernsdorf blickt zurück. Wenn Sie jetzt richtig aufgepasst haben, dann haben Sie gemerkt, da fehlt doch noch was aus Italien. Genau, die Begegnung Inter Mailand gegen den Aufsteiger Frosinone. Und Inter Mailand könnte bei einem Sieg der alleinige Tabellenführer werden. Ob es geklappt hat, das sehen Sie nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Zuvor haben Sie noch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und zwar 3.000 Euro plus ein iPhone 6S und noch eine Apple Watch. Viel Glück. Sie haben es gehört, am kommenden Montag, da gibt es auf Sport 1 Plus die Begegnung des SSC Neapel gegen Inter Mailand live ab 20.55 Uhr. Und die Zusammenfassung des Spiels, aber natürlich auch die Zusammenfassung aller anderen Spiele aus Italien und Frankreich dann ab 23.30 Uhr in Goal. Und jetzt, bevor ich mich verabschiede, haben wir noch einen Leckerbissen, was zum Genießen. Und zwar das 10. Saisontor von Gonzalo Higuain vom SSC Neapel. Er ist derzeit der beste Torschütze der Serie A und das Ganze auch noch im italienischen Originalkommentar. Viel Spaß dabei, genießen Sie es. Bis nächste Woche. Tschüss.